In Drive Angry sehen wir Nicolas Cage als untoten Fahrer. Nein, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Nicht der untote Fahrer. Das Ghost Rider Sequel kommt erst 2012 in die Kinos. Ja. Egal. Es gibt außerdem einen großen Unterschied. Nick Cage ist kein untoter Motorradfahrer, sondern ein untoter Autofahrer. Nee, aber abgesehen davon, die Story von Drive Angry ist eigentlich wirklich kreativ und wirklich, wirklich gelungen. Nicolas Cages Tochter endete in irgendeinem satanischen Kult, was ihr das Leben gekostet hat, und jetzt wollen sie ihre Tochter in einem Ritual opfern. Nicolas Cage kehrt zurück aus der Hölle, um sein Enkel zu retten, und ist deswegen den ganzen Film einfach auf der Jagd nach diesem Sektenführer. Währenddessen ist ein Buchhalter auf der Jagd nach Nicolas Cage, damit er den wieder zurück in die Hölle bringen kann. Also der Buchhalter ist quasi im Auftrag von Satan unterwegs, damit er Nicolas Cage zurückbringt. Cage trifft dann irgendwann einmal auf eine Kellnerin in irgendeinem grauslichen kleinen Lokal in Amerika, die ihren Job kündigt und dann mit ihm gemeinsam plötzlich auf Satanistenfang geht. Gespielt übrigens in dem Fall von Amber Heard. Wirklich cool. Der Buchhalter von William Fichtner ist auch extrem... Also, wie William Fichtner diesen Buchhalter spielt, das ist absolut genial. Also alleine dieses Leinwandduell Cage versus Fichtner ist ein Wahnsinn. Weil viele werden sich fragen, was für einen Nicolas Cage bekommen wir in dem Film? Es ist, glaube ich, der Nicolas Cage, der mit dem Film wirklich Spaß hatte. Weil es ist der Nick Cage, der in einem komplett abgedrehten Film ganz ruhig und gelassen ist und damit diesen Abgedrehtheitsfaktor noch verstärkt. Also es ist ein Nick Cage, der meiner Meinung nach den Film, in dem er ist, mal ernst genommen hat. Und Nick Cage ganz, ganz ruhig. William Fichtner noch, noch weniger aussagekräftig. Allein eine Szene gibt es, ich lasse ein paar Details weg, damit es nicht zu sehr spoilert. Er killt jemanden in einem Haus, geht raus und dann kommen da draußen zwei Polizisten, die nach dem Kerl fragen und er sagt, ja, der ist da drinnen. Ja. steht ganz ruhig da, wartet, bis dann der Polizist wieder rauskommt und fertig ist mit dem Speim. Und unheimlich cool, unheimlich gelassen. Und das macht vor allem diese Duelle zwischen den beiden so interessant, weil sie fahren in Autos mit, was weiß ich, 100 Meilen pro Stunde, liefern sich ein tödliches Duell und schauen beide so in etwa drein, als würden sie gerade die Werbepause von CSI Miami durchdrücken müssen. Was irgendwie was Cooles ist, weil das, was für uns wahnsinnig nervenaufreibend ist, ist für Leute, die aus der Hölle zurückgekommen sind, wahrscheinlich dann doch eher Nachmittagsprogramm. Und genau das wird bei dem Film wirklich toll umgesetzt. Am Regiestuhl haben wir Patrick Lussier, weiß nicht, ob das auf Französisch auszusprechen ist, derselbe Regisseur auf jeden Fall wie bei My Bloody Valentine 3D. Und genau diese Form von 3D bekommen wir auch bei dem Film. Das heißt, es ist kein atmosphärisches 3D wie bei Avatar, sondern es ist richtig gimmicky 3D. Also wir haben Kugeln, Körperteile, alles, was einfach nur in Richtung der Zuschauer, in Richtung der Kamera fliegt, was sogar in 2D teilweise ein bisschen unterhaltsam ist, auch wenn diese ganzen teilweise richtig drastischen Gore-Effekte dann halt nur per CGI gemacht wurden. Aber es gibt auch einige handgemachte Effekte in dem Film, die dann nicht schlecht aussehen. Grundsätzlich ist die Story des Films relativ simpel. Nick Cage gabelt dann eben irgendwann einmal Amber Heard auf und jagt mit ihr, vorher mal vergessen, King, diesen Sektenführer, während der Buchhalter hinter Nicolas Cage her ist. Und die Polizei hinter Nicolas Cage her ist. Und eigentlich, der Film ist nur ein
in gewisser Hinsicht ein dynamisches Roadmovie. Es versetzt sich die Handlung immer nur von Ort zu Ort. Sie fahren irgendwo hin, schauen, dann sehen sie dort ein paar Leute, die werden dann erschossen, dann geht es wieder weiter. Nächste Schießerei, nächste Action-Szene unterwegs, damit es nicht so ganz langweilig wird, ist dann einmal irgendeine Straßensperre der Polizei, die durchbrochen werden muss und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Actionfilm, der einfach durchgehend darauf fokussiert ist, dem Zuschauer möglichst viel Action zu liefern und möglichst viel abgedrehte Action zu liefern. Eine Szene möchte ich kurz beschreiben, nur damit wir den Abgedrehtheitsfaktor dieses Films etwas besser verstehen können. Nicolas Cage ist in irgendeinem kleinen Motelzimmer und hat dort Sex mit irgendeiner Kellnerin. Währenddessen hat er so eine Zigarre im Mund, eine Flasche Jack Daniels in der Hand, eine Pistole in der anderen Hand und erledigt ungefähr 20 hereinstürmende Sektenmitglieder. Ja, und im Prinzip kann man den Film anhand dieser Szene zusammenfassen. Wenn euch diese Beschreibung dieser Szene sagt, wow, das ist ein Film, das könnte mir gefallen, schaut ihn euch an, wenn ihr euch diese Beschreibung angehört habt, und sagt, so ein Käse, schaut euch den Film nicht an. Ja? Aber diese Szene alleine nimmt eigentlich die geniale Anfangssequenz von Shoot 'em Up und macht sie noch abgedrehter. Vor allem viele Elemente, die die Geschichte aufweist, und das ist der Teil an der Story, der mir gut gefällt, lehnen sich sehr stark an Mythologie, vor allem griechische Mythologie. Der Buchhalter zum Beispiel hat einen Obolos in der Hand, den er immer wieder gerne dann zu einer FBI-Dienstmarke machen kann. Und trotzdem bleibt die Story einfach durchgehend originell. Es ist ein Film, der für mich den Eindruck macht, man hat ihn gedreht mit der Motivation, den abgefahrensten Actionstreifen des Jahres zu machen. Und das ist ohne Frage gelungen. Gimmickhafte 3D-Effekte, ein gut aufgelegter Nicolas Cage, ein sehr cooler William Fichtner als Gegenspieler, Amber Heard, David Morse in einer Nebenrolle und einfach eine dynamische Achterbahnfahrt an Action-Szenen, Anschießereien und eine zwar zu einem gewissen Grad zweckmäßige Story, aber doch meiner Meinung nach eine irgendwie gut durchdachte und interessante Story. Und das zeichnet den Film für mich aus. Wer nach meiner Beschreibung Drive Angry sehen möchte, tut das. Ich kann mir dann nicht vorstellen, dass ihr, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlässt, noch enttäuscht werden könnt.